Es ist um 10 Uhr morgens. Ich sitze jetzt seit locker 10 Minuten auf dem Pott. Und es ist wirklich ein schönes Gefühl zu wissen, man kann sich nochmal hinlegen. Oh ja. Ein sehr schönes Gefühl. Ich habe das gottverdammte Frühstück verpennt. Das macht mich richtig sauer. Der Mann muss ja schon früh auf Arbeit und hat ja nur Frühstück im Hotel. Und ich habe es einfach verpennt. Unendliche Wut. So, jetzt wird offiziell aufgestanden. Es ist 10 nach 1. Hier sieht's aus wie Sau. Warum haben wir den Muffin denn aufeinander geschmissen heute Morgen? Das ist einfach. Ja, hier hat natürlich niemand sauber gemacht. Ich lasse das jetzt hier so zurück. Und so werde ich als Tourist weitergehen. In genau 4 Stunden fährt mein Bus zurück. In genau 4 Stunden. Junge, das sieht's aus. Das ist unfassbar. Giraffenwut. Findet die Giraffe gut. Und dieser Mann ist einfach immer noch auf Arbeit. Das macht mich alle. Kock. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Es ist halt wirklich so ein geiles Gefühl, sich einfach alles vom Buffet zu nehmen. Garnulen. Was gibt's hier noch mehr Garnulen? Was auch immer das hier ist. Ach, das macht mich schon wieder geil. Das ist wirklich ein Gewinnerfrühstück. Seinesgleichen suchend, Alter. Oh, Junge. Junge, Thaddäus, 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 Deus, Deus. Und Nüdels, Junge, es ist. Ach, Alter, es gibt nichts Schöneres als Völlerei. Melonen, Heinrich. Ja. Ich habe wirklich verdammt schwerwiegende Probleme. Ja, scheiß drauf, Digga. Unendlicher Casino-Hass. Es war schon wieder einfach zu viel gestern. Und diese Vorstellung, dass dieser Mann jetzt arbeiten ist, macht mich so glücklich. Ich leide ja schon hier, während ich eigentlich nichts mache. Oh. Oh, Junge. Ingwer Heinrich. Hamsterhass finden Hamster krass. Nee, das ist eine Maus. Das ist ja ein Hamster. Junge. Badehamster. Das ist einfach nur wunderschön. Ich habe wirklich eine Maus. Junge, das ist Chamäleon. Ich hoffe, der heißt Heinrich. Es geht einfach nichts über einen schönen Oschi. Ich laufe die ganze Zeit hier ziellos durch die Stadt. Es ist einfach nur eine Freude. Es ist einfach nur eine Freude. Ich bin hier auf einen sehr ehrenwerten und edlen Metzger gestoßen. Mal schauen, was ich mir jetzt Schönes mitnehme. Aber erstmal ein richtig fetter Shoutout an Schreddinger Vlog. Ruhe in Frieden, bra. Das ist echt ein geiles Konzept hier. Da hinten wird das Fleisch jetzt gebraten und hier sucht man es aus. Vielleicht gleich aufgehoben. Das ist echt interessant. Na, seh mal so. Also ich habe jetzt wirklich nur das Steak bestellt. Ja. Bin ich mal gespannt. Und das ist schon eine sehr, sehr feine Sache. Gibt noch Brot dazu. Oh, geil, Mann. Maulfick. Auf jeden Fall geht eine absolute Empfehlung raus an diesen Laden hier. Geil, Mann. Geil. Jetzt wird es aber auch knapp. Junge. Mit meinem Bus. Der kommt nämlich in 12 Minuten. Ich habe noch ein ganzes Stück zu laufen. Obwohl ich jetzt ehrlich gesagt lieber langsam noch weitergelaufen wäre. Junge. Ich wäre alt. Es ist so warm. Irgendwann. Ich habe hier das verdammte Herz stehen, ich sag's euch. Flixbus Wut. Tut dem Flixbus gut. Ich hab's geschafft. Nutzhanf.
Ach, es ist immer wieder schön, hier zu sein. Aber es ist auch immer wieder schön, hier wegzukommen. Vielen Dank, Bernd Brandes, für die Flasche Rum. Und warum hat mir irgendjemand diese Kopfhörer geschickt? Von Soundpeats. Also ich kann mich nicht erinnern, eine Kooperation mit denen eingegangen zu sein. Und ich habe ihm voll so viele E-Mails geschrieben, aber auch dafür danke. Junges, krank. Es gibt nichts Schöneres, als wieder zurück im harten Alltag zu sein. Ist der Typ safe, oder? Er kommt auch nicht rein! Er liegt ja einfach nur dort! Stabil, bra! Naja, meine fucking Teammates sind halt geistig behindert, das ist halt schwierig. Fuck you, bitch! I'm eating, cunt! Ey, ich verstehe schon, wir brauchen erstmal 12 Runden, um euch wieder reinzukommen. Ja, das stimmt. Noch einer? Na komm, bra! Na komm, ihr schafft es! Digga, was hat die für einen Rückstoß? Mashallah! Das schmeckt. Das Leben besteht aber leider nicht immer nur aus Siegen. Es gibt auch hier und da mal eine Niederlage. So auch jetzt. Und zwar habe ich vor 3-4 Tagen oder so eine Benachrichtigung auf mein Handy per App bekommen hier bei YouTube. Und zwar, dass mein Reupload vom Song Der Kuss des Homunculus gesperrt wurde in Deutschland. Geoblocking wegen den Inhalten, die hier rechtswidrig sind, was auch immer das bedeutet. Im Prinzip ist mein Musikwerk indiziert von YouTube. Ich bin überzeugt, dass wenn ich das unbedingt wollte, man da durchaus dagegen klagen könnte, wegen Kunstfreiheit, bla bla bla. Aber das ist mir weder das Geld noch die Zeit wert. Deswegen akzeptiere ich jetzt einfach mal, was jetzt hier Phase ist. Und zwar habe ich nicht nur dieses Geoblocking bekommen, sondern auch einen Strike. Das habe ich aber nicht gesehen am Handy. Das wurde mir nicht so angezeigt, sondern nur das. Irgendwie kam das entweder viel später rein oder nur per Mail oder was weiß ich. Jedenfalls habe ich das nicht mitbekommen und dachte mir dann so, ja, wenn das Video jetzt eh in Deutschland nicht mehr abrufbar ist, scheiß drauf, ich lösche das einfach. Das Problem ist, wenn du dann das betroffene Video löscht, kannst du dagegen, wie auch hier steht, keine Beschwerde mehr einlegen. Deswegen konnte ich mich nicht mehr gegen diesen Strike wehren, von dem ich ja gar keine Kenntnis hatte. Naja, wie auch immer, ich kann jetzt jedenfalls noch 5 Tage keine Videos hochladen. Es ist der 2.6. Und ja, hier habt ihr auch nochmal die Antwort für alle, die mir nicht auf Instagram folgen, die ich schon aufgeklärt habe in der Story, warum jetzt über eine Woche keine neuen Videos erschienen sind. Ja, ich bin wütend. Und ja, es ist nicht immer alles so gerecht, aber scheiß drauf, das ist halt jetzt einfach mal so. Und in 3 Monaten ist das ja auch wieder vergessen. Ich lasse mir nichts Neues zu Schulden kommen. Ich könnte den Herr Steinhöfel förmlich schon vor mir sehen. Sie wollen mir jetzt sagen, Herzberg, das Video war 3 Jahre lang online auf Ihrem Kanal und die Plattform hatte damit keine Probleme. Es war monetarisiert und freigegeben und jetzt auf einmal striken die das weg? Ja. Aber ich habe einfach keinen Nerv mehr für irgendwelche Gerichtsverhandlungen und diese ganze Kacke. Naja, scheiß drauf. Wenn man wütend ist, dann kann man entweder wichsen, bumsen, sich zusaufen oder einfach zum Training gehen. Und das werde ich jetzt machen. Das Training war sehr gut. Heute gab es Back Day, inklusive Kreuzheben. War wieder geil. Kann man so richtig die Sau rauslassen. Und jetzt geht's zu Hector Panzers Geburtstag. Aber ich habe noch eine Zwischenstation. Jetzt habe ich meinen verdammten Rucksack vergessen. Ich kriege hier wirklich nochmal einen Fall, Alter. Mann! Alter, was für eine Kacke geht denn hier schon wieder ab? Es hat gerade einen Ruck gegeben und Display war aus, als ich am Berg hochgefahren bin. Und jetzt geht das Rad nicht mehr an. Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe gerade den Schlüssel nicht dabei, um den Akku rauszumachen. Alter, wenn das jetzt einen Kurzschluss gab, ich kriege hier wirklich nochmal einen Fall. Was ist denn los in letzter Zeit? Ich bin völlig ausgehungert. Und hab die Schnauze gestrichen voll, dass das Fahrrad durchgebrannt ist, was auch immer das zu bedeuten hat. Enrico, wie geht's dir heute? Ja, frisch, ich bin genervt. Und, weil ich weiß, wir treffen gleich auf einen riesengroßen Haufen Scheißmüll. Menschlichen Scheißmüll. Biologischen Grotesk-Abfall. Aber na, lieber jetzt als später.
deswegen bin ich schon sehr, sehr negativ eingestellt. Und ich auch. Und ich frage mich, warum ich so eine verzweifelte Existenz bin und deren Gesellschaft suche. Weil der Elias halt Geburtstag hat, aber das ist es trotzdem nie wert. Absolutes Gewinnermittagessen. So, das hier wurde leider im Anschluss aus meinem Smoothie. Also wirklich dem Ende nach. Kriege ich einen Pfefferbeißer? Auf keinen Fall. Wenigstens einen halben. Nimm da hin, den du schon in deinem Scheiß. Ja, dann verpiss dich, wirklich. Ja, das war ich wirklich. Hunger lieber. Nee, komm nicht. Nee, soll ich nur mal reingehen? Ich hol dir eine ganze Packung. Also du kriegst nichts von meiner Wurst. Alter. Heute ist ein Scheißtag, Alter. Naja. Also wollen wir nicht einfach in die Zone, Alter? Nee, weißt du warum? Weil das nicht von dem Tag abhängt, sondern weil wir scheiße sind und ein scheiß Leben führen. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir es erleben. Das deswegen ist es können nicht. Wenn wir jetzt in die Zone gehen, dann bleibt das Leben auch weiter und scheiße. Ach, Mann. Das ist eine Blattlaus. Oh. Was muss heute alles noch passieren? Warum bin ich überhaupt so anziehend für irgendwelches Getier? Die lassen sich ja einfach während der Fahrt auf meinem Leib nieder. Ich kann nicht mehr wirklich. Ich halte das alles nicht mehr aus. Was ist denn los? Die Flexzone wäre hier gewesen. Wir sind jetzt aber hier. Aber das ist halt so komisch. Guck mal, hier stehen ja auch Fahrräder. Ich weiß aber auch nicht genau, wie viel man bezahlen muss, wenn man es außerhalb der Flexzone aufstellt. Abstellt mir nicht. Ich fahre dann einfach wieder zurück damit und fahre jetzt auf und stelle das in der Flexzone ab. Es nützt nichts. So läuft das. So läuft. Dazu treibt mich der Kapitalismus zum exzessiven Alkoholkonsum. Selbstverständlich muss das letzte Stück so steil sein, dass es einfach nicht mehr geht. Weil der Widerstand dieses Rades so exorbitant ist, dass es einfach nicht mehr möglich ist, damit zu fahren. Das hat ja auch nur einen Gang. So eine Kacke. Und auch die Gangstalker sind wieder hinter der Hecke. Egal wann, egal wo. Die sind überall, um mich mental ans Ende zu bringen. Ihr werdet es niemals schaffen. Niemals. Alter. Was ist denn? Was bin ich sehend? Sorry. So, wir hatten noch Zeit. Haben wir heute eigentlich schon mal? Nee. Guten Tag. Ja, es kommt ein verfickter Vlog. Wer seid ihr? Nee, ich komme aus Leubnitz. Wir beide sind alle aus Leubnitz. Moin. Alter. Und warum seid ihr nie bei der Party? Wir wurden vom Reaktor ausgeladen. Ich habe mehrmals gefragt, ob es ein Vlog wird. Aber wie hat denn der, wie wurdet ihr denn dazu eingeladen? Wir wollten eigentlich dort chillen und da hat er gesagt, das ist privat heute. Das fand wir ein bisschen traurig. Was ist denn dort heute? Na, dann kommt einfach wieder mit. Na, ich muss los. Nee, doch, kommt euch wieder mit. Also ist jetzt. Ja, Elias, ich hab's versucht, die wieder mitzubringen, aber hat nicht geklappt. Na scheiße, warum habe ich jetzt eigentlich nee gesagt? Ich wollte gerade sagen. Wieso, ist das eine Privatparty? Naja. Was haben wir denn dort zu suchen? Wir sind Personen des öffentlichen Lebens. Na, wir wurden eingeladen. Ja, du musst halt guck mal, so, weißt du, warum der Film Lord of the Toys Lord of the Toys ist? Weil das angelehnt ist auf den Videotitel Herr der Fliegen, also Lord of the Flies. Das heißt, du bist das Element, das alle Menschen anzieht. Und wie ein Kackhaufen. Na no, und das sind hier stinkenden Fliegen, die jetzt eigentlich hätten mitkommen sollen. Und ich habe das System gebrochen und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, so wie die aussehen, war es eigentlich eine gute Entscheidung. Schau du ein stabiler Olaf. Aber es geht ja hier nicht darum, auf coole Menschen zu treffen, sondern wirklich den letzten Abschwung zu filmen. Das machen wir doch gleich. Ja, das hätten wir gerade schon mal sehen. Das war verschwendeter Content, scheiß Mann. Die kommen eh wieder. Die kommen eh wieder. Ja, wieder. Das ist doch schön hier. Arbeitskollege ist wichtig. Oh Junge, die nervt mich hier. Wenn ich hier einspringe, das kann ich auch vergessen. Nee, in der Notaufnahme ist es wichtig, dass der Platz immer besetzt ist. Warte mal, wir hätten heute Nachtschicht. Ja, nee, ich hab heute schon was getrunken, da kann ich jetzt nicht einspringen. Ich geh schon ans Telefon, ist mir egal. Fotzen.
Grüße an die liebe Mutti von Elias. Ich ruf den jetzt trotzdem an. Jo, was los? Nee, ich bin bei meinem Vater in Hamburg. Bis Samstag. Ja. Also kommt drauf an, ich weiß noch nicht, ob ich besser bis Sonntag, aber das hab ich schon mal jetzt. Okay. Maulfick. Erstmal vielen Dank, lieber Max. Psychosen. Psychosen. Hey, ich fordere den sofortigen Rückkampf. Ich bin echt gespannt, wie auf der Schende heute in der Brille gelegt wird. Spiegelt das so sehr? Nicht genug. Dex Gold. Wie alt wirst du? Er ist sogar ohne Schalatino, Alter. Seit wann bist du Muslim? Ja, wie man sieht, schnupft er sich schon die Reste aus der Nase. Der Mann hat halt eine Menge vor. Mein N-Wort! Junge. Alles Gute zum 12. Junge, Zug. Zum 12. Geburtstag. Zum 12. Zug. Haben wir jetzt schon mal? Wie gegessen? Ja, bist du eigentlich kein Fan von Limoncello? Ja, Mann, nee, ich hier aus Kongo. Eingereist, extra. Botschaft hab ich geschickt. Das ist wirklich scheiße. Das ist richtig scheiße. Ja, ja, ich hab hier gerade hier feinste. Kommt näher. Es kommt einfach näher. Scheiße. Was ist denn das für eine Kacke? Party feiern. Oder im Raum München. Zikadenverschmutzung. Proteine. Ist das deine Bewerbung für Salmon in the Wild? Das ist mir gerade runtergeflogen. Haben wir heute eigentlich schon mal? Ich hab Hunger. Wenn ich hier gerade anfange zu hetzen. Was hast du gerade gesagt? Ich hab gerade über einen gewissen Handel gerade philosophiert. Welche geometrische Form hattet ihr? Oh nee, das kann ich nicht sagen, weil das muss ich mich jetzt hier verraten. So, der Mann hat jetzt Pizza bestellt. Von wem? Ist mir egal, der. Was? Wie von wem? Na, ja, wie hieß die Firma? Happy Slice, hast du gesagt? Nee, die Schweine liefern hier her. Ach so, ach so. Das ist natürlich sehr schade. Jedenfalls, da oben ist die Adresse, wo die Pizza hingestellt wurde. Und jetzt müssen wir diesen Weg hochlaufen. Buttermilch, Chips. Gibt's Chips aus Buttermilch? Germany. Ey, Max. Das ist die Weihnachtsgans. Ey, das kannst du nicht machen. Warum Max, nicht? Das kannst du nicht machen. Da oben ist leer! Ja, Max. Nuss. Junge, Alter, diese Schafe sind so unfassbar mächtig. Und massig. Mäh. Also habt ihr Bock zur Partyrunde zu kommen? Wir können doch ein paar, ich sag mal, Thick Bitches gebrauchen. Es ist wirklich ein Zeichen, wenn so miese Städter einfach so begeistert sind von diesem Getier. Das ist so schön. Der Schafsdarm. Junge, es ist schon 45, Alter. Wo bleibt denn die Pizza? Du scheiß Pizza. Warte mal, also rein theoretisch könnte ich jetzt hier eindringen, weil mein überlegener Nicht-Schafsverstand weiß, wie das abgeht. Oder soll ich euch befreien? Nee, nee. Nee, das sind keine Schweine, das sind Rinder. Lass die ja nicht frei. Also, dann würden die halt auf der Straße erschossen werden, deswegen nie freilassen. Ansonsten haben die natürlich die Freiheit verdient. Aber die können sich halt nicht wehren, das müssen sie mal lernen. Die müssen mal lernen, sich gegen die Menschen durchzusetzen. Guck dir die mal an. Alter, wir können uns doch nicht mal gegen die Menschen durchsetzen als Menschen. Kennst du den Horrorfilm Black Sheep? Das ist ein Zeichen, dass die Schafe irgendwann die Herrschaft übernehmen.
Stell dir mal vor, wenn so ein Schaf dann einen Horrorfilm macht, ist er einfach Black Human, Alter. Gruselig. So, jetzt stelle ich die mal zur Rede hier. Das kann nicht sein. Servus, ich habe hier eine Pizza am Wiesental 1 bestellt. Das ist hier oben in der Pampa, da feiert der Hector Panzer seinen Geburtstag. Ich wollte mal fragen, wann Sie denn da sind, weil hier stand eigentlich 19.42 Uhr, ist Ankunft. Das war eine Pizza mit Champignons und Schinken in Größe Jumbo. Am Wiesental 1. Bei den Schafen. Die Baumscheide. Hm? Jo, genau. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wollen Sie mit zum Geburtstag kommen? Nee, danke. Das ist sehr schade. Ach so. Wann kann ich schon ungefähr damit rechnen? Junge, es gibt Probleme. Die Schafe sind langsam auch ungeduldig. Ja, ich weiß auch nicht, die Pizza wird gleich kommen bestimmt. Ich bin mir sehr sicher. Aber ich weiß halt auch nicht, wann genau. Jetzt warte doch mal, bitte. Also jetzt mal unter uns. Sorry, dass ich euch vorhin Stick genannt habe. Das war nicht so gemeint. Ihr seid höchstens plüschig. Was war jetzt die Quintessenz des Telefonats? Na, die ist noch nicht mal los. Aber die Route dauert so 8 Minuten und hat gesagt, der nächste Fahrer, der frei ist, das heißt. Hat ungefähr gesagt, so 10 Minuten, darf ich jetzt noch warten. Also wenn du willst, kannst du schon wieder zurück. Nee, ich würde mich den Schafen widmen. Ich muss jetzt hier auf meine Pizza warten, Max. Nimm's mir nicht rum. Da ist das Objekt. Ich habe den Schänder gerade fast geleakt, aber es ist mir gleich aufgefallen. Nice. Guten Tag, Sie haben da Code an Ihrer Arbeitshose. Max. Ja, okay, sorry. Nur Spaß, wir sind völlig dicht. Hey. Vielen Dank. Vielen Servus. So, 15 Euro. Darf ich Sie anfassen? Ah, ich dachte, ich hab da schon. Ach so, nee. Warten Sie, Max. Max, nee, hör auf. Ja, okay. Nehmen Sie bitte 20 Euro, aber dafür möchte ich das Trinkgeld auch mit dieser Berührung rechtfertigen. Vielen Dank. Ich danke auch. Ja, okay. Gott segne Sie. Ich denke, das war ein guter Deal. Das war ein guter Deal. Nico, bitte. Ich schwimme dich erstmal bei der Arbeit. Ach, mich? Ah, Junge. Für Rechtshänder, für Linkshänder. Also ich öffne das jetzt von links. Obwohl ich. Nee, warte mal, für Rechtshänder öffne ich das jetzt mit links. Ey, Junge. Wir essen die Pizza übrigens hier oben. Die ist nicht geschnitten! Mann, ich will mein Trinkgeld! Klar ist sie nicht geschnitten. Alter! Sie müssen wir so auseinanderreißen. Oh nee! Scheiße. Hilfe! Nee, was ich sagen wollte, wir essen die Pizza hier oben, damit niemand anderes was bekommt. Scheiße. Wir waren dann einfach eine Dreiviertelstunde weg und kommen mit nichts zurück. Scheiße. Ach Mann, ey. Ja. Pizza ist geteilt und verspeist. Warte mal. Und es geht zurück. Warte mal. Und da ist der Geburtstag. Alter, was ist denn los? Oh, ich tue mir gerade mit dem blanken Finger meinen Arsch kratzen. Ach Mann. Nein! Grüße nach Finnland. Grüße an die Dutzens. Grüße an Jukka und Jabi.
Haben wir schon mal? Zum Glück fahre ich heute. Das war der fliegende Holländer. Mehr. Zwei gute Blumen. Ja, übrigens, der Mann lebt immer noch. Ja, das kommt. Also, nee, das kostet mich nicht an, aber ich sage, das muss man endlich geschehen. Seit 10 Jahren erzählst du, dass der Bauer. Nee, seit 2015. Das Einzige, was der macht, ist aufbauen. Das macht die Sauer. Stabil, brav. Ja. Wie läuft's bis jetzt so in der Bilanz? Naja, Achso, jetzt verstehe ich, wann du die Pille hast. Ich bin völlig typianisiert, ich gucke mir Chinesen, Alter. Das schmeckt aber schon. Aber es geht auch nahtlos, wie man sieht, in Fußfetisch Freitag unter. Haben wir da schon mal angestoßen, damit man die Musik nicht hört im Video? Dankeschön. Ja, diese Geburtstagsgeschenke machen mich einfach glücklich. Ja, also das sind die Superfugmanns. So, jetzt wird der gute Fritz Honka hier gewürdigt. Honka. Wer hat dieses Getränk eigentlich nochmal getrunken? Ich kenne mich damit nicht aus. Fritz Honka war ein guter Mann. Ja. Also, die Mischung ist viel zu schwach. Ja? Ja, so ist okay. Ey, Junge, was soll denn das? Also, der Löhner kriegt das ja. Also, ich will dir ja nicht. Das schmeckt nach nichts. Das ist, der Löhner säuft kein Alkohol. Qualitätskorn. Der Löhner trinkt keinen Alkohol. Gib ihm mal, Fucker, Fucker. Haben wir heute eigentlich schon mal? Haben wir schon mal gebaubelt heute? Das macht mich so glücklich. Haben wir heute schon mal am Strick irgendwo gehangen? Henry, nie nur Quatsch noch machen. Seit 10 Jahren laberst du. Nee, so lange ist es noch gar nicht. 2015 soll die Verstreckung stattfinden. Also da wurde es angekündigt zumindest. So, wir haben jetzt hier unser Abendmahl und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem Bier, guter Mann. Danke. Sehr gern. Ja, komm, hör auf. So, ich kann einfach nicht mehr, wirklich. Das seht man zu dem Aufenthalt jetzt hier gerade. Ja, war wunderbar, hat Spaß gemacht. Danke gleichfalls. Dürrenwut und Eiranhass findet das Abendessen krass. Guten Abend. Ja, ist ein bisschen helle, mein Freund. Es ist schön, den Straftäter hier zu sehen. Ach bitte. Schön, diesen Straftäter zu sehen, auch wenn es eine Weile her ist. Hier gibt es feinstes niederländisches Bier. Haben wir irgendwas verpasst? Die Lieferung aus Antwerpen, ja. Nee, du hast jetzt verpasst, die Gruppe ist da. Henry. Aber bist du nie der Fahrer? Ich bin kein Fahrer. Alter, wer vergiftet denn hier gerade den Brunnen? Was heißt vergiften? Oh, Freddy, Freddy, meinst du das Bier? Ah, Junge, übrigens der... Ah, Junge! Oh, Junge! Alter, sag doch... Sag doch vorher, dass es so laut ist, mein Herz, Junge! Alter, ist das hell! Ja, so bist du! Siehst du den jetzt? Ja, der Pavio muss brennen! Ja, stimmt. Ich muss jetzt mal wirklich noch abschließend eine Frage stellen. Eine Frage. Junge, das ist richtig fertig. Alter, Junge, das blendet mega hart, Alter. Ja, stell die Frage. Hey, aber die Frage. Die Frage ist. Ja, Junge, kannst du. Oh, Junge! Nein! Ich sehe nichts mehr, Mann! Zum Abschied jetzt, danke für den Baba-Geburtstag, Moni! Oh, Junge! Was machen wir? Wo ist denn der Pfandbeutel? Weil das ist hier kein. Alter, Junge! Wenn das Hartschild immer nicht da ist, oder direkt ersetzt. Entweder ein Pfand. Entweder ist das normal? Aber es hat sich auf jeden Fall für dich gelohnt. Junge, Alter. Bist du eigentlich fest angestellt bei Seib Industries? Die heißen nicht mehr Seib Industries, sie sind insolvent gegangen. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich mache jetzt Import-Export. Da können wir aber schon die Pizza drüben runter machen, dass das Fahrrad reinpasst. Ach ja, scheiße, stimmt. Wir müssen ja noch. Lass doch erstmal ein. Nee. So halt die Schuhe. Wir können das doch gleich, wenn wir das jetzt hier machen. Hier hast du ja noch Platz. Jamal, wenn wir schon mal anfangen, strategisch zu denken, kannst du bitte mal das Bier öffnen? Wie soll ich jetzt das Bier öffnen? Ja, da ist doch ein Kasten. Du bist doch auch ein alter Suffkopf. Oder bist du nur ein alter guter Mann? Du weißt schon, was ich eigentlich sagen wollte. Ach Junge, das ist mein Samal. Haben wir heute eigentlich schon mal. Wir wissen, was das Problem ist. Denkt ihr echt, ich krieg mein Fahrrad hier rein? Ja. Also Gamay sagt ja. Ich sag ja. Sonst drehen wir es so rein. Also würden die Seiten zerdrücken, so versuchen und dann. Alter. Ist das schon sowieso halb kaputt? Alter. Du kannst das nicht machen. Warte, doch. Doch, dann muss man die Tür drüben aufmachen.
Nächstes Mal komme ich wieder mit dem Vito. Nächstes Mal komme ich nie mit dem Rad. Scheiße, jetzt kannst du den wieder hochklappen. So, jetzt bin ich echt gespannt. Ich bin auch gespannt, ich glaube, die sollen hier. Da müsste mal jemand da drüben mal hingehen. Ich will nichts kaputt machen am Auto. Das ist eine Hure. Hey, der Mehl hilft dir, sei doch mal nett. Achso, ach, oh, ja, ja, okay. Okay, ja, so, ja, ja. Schon wieder vorbei, ist das so geil. Mensch, Andi! Zum Glück kann der das da hinten rein. Na, hoch! Ja! Yeah! Und du kriegst du mit? Passt das? Der Lenker. Ist das, ja, das ist, der Lenker. Den, ja, nie, den kann man nie verstellen bei dem Modell. Da kannst du die Haube auflassen? Also den Deckel. Verstellen? Ah, nee, das kann. Du kannst an dem Fall gar nichts verstellen. Hm? Ey, können wir das einfach verbrennen? Das Rad. Ja, was denn sonst? Hast du was gesagt? Jetzt nee, warte. Das passt, das passt. Nee, das passt, das passt. Hier, das passt. Schön, jetzt musst du diese Beutel wieder. Ja, das ist ja kein Problem. Ich weiß nicht, was der Andi macht, aber. Oh, jetzt bin ich glücklich. Das ist so geil. Atomphysiker, Augenärzte. Ich komm nächstes Mal mit dem Vito, das geht noch nicht. Ich hab mir den Vito gekauft. Der Buchmann des Schweines ist unermesslich. Dieser Mann, der fährt hier einfach das Mapmobil, das ist wirklich eine Sauerei. Ich hoffe, da wirst du zusammengeprügelt. Was ist mit deiner Tür passiert? Andreas! Ich bin froh über jede Minute, die ich nicht in dem Mapmobil sitze. Fredding im Vlog? Ja. Patrick S. Hast du dir vorhin gerade gekotzt? Warte mal, können wir mal festhalten, dass ich in einem Auto sitze und nicht fahren muss? Können wir mal festhalten, dass ich seit einer halben Stunde scheißen muss, der Mann mich nie ausgepäst hat und ich in 4,5 Kurix in mir hab, Alter. Das muss raus. Was für ein Ding. Ja, siehst du, du hast deine Jugend nicht gut verbracht. Ich kann dir einen anderen Deckel geben, falls du das benötigst. Nein, ich trinke es jetzt aus. So, na gut. Jetzt mache das Band aus, Junge. Warte mal kurz, nur um das zusammenzufassen. Dir drückt der Lehm. Ja. Au! Wann wirst du eigentlich zum Werger-Mehl? Alles Gute zum G-Tag. G-Monat? Nee. Ich wollte gerade sagen, G-Monat. G-Monat, Junge. So, übrigens heute, oh nee, Henry. Hast du noch ein paar Bilder am voll? Ja, ich hab. Nee, das musst du aussteigen. Ich bin in der Revision. Du hast nichts getan. Ich habe nichts getan. Mann, dann bringt man einmal sein Leergut weg und stellt den Kasten in die falsche. Oder über welchen Prozess geht's jetzt? Alter. Das macht mich glücklich. Wenn jemand mit anfasst. Kock. Du wirst wohl einen Leerkasten geschleppt kriegen. Ja, das fällt doch raus. Junge, ist das schön, mit Leergut zum Masthof zu gehen. Und vor allem der Mann, der schleppt sich selber wirklich, oder? Junge, oh, wow. So, da seibt der Scheiß schon seit 10 Minuten. Das ist übrigens keine Übertreibung. Ich versuche jetzt langsam auszunüchtern. Und warum hast du dir keine Lava-Nudeln? Weil die mittlerweile 8 Euro kosten, eine kleine Portion. Dann hol dir doch einen Knacker. Ein Knacker kostet 3,10 Euro. Oder Finanzkrise. Ja. Deswegen. Übrigens, Heineken und Carlsberg Alkoholfrei ist so lecker, das setzt im Gehirn fast dieselben Rezeptoren in Gang wie normales Bier, aber man ist in der Shisha aber wenigstens ein Mensch und kriegt nie Ärger. Weil der Ibo, der hat halt schon sehr feste Finger und dann, naja, das tut dann halt weh. Nee, ist halt, oh, das ist wirklich lecker. Und das hier alles für nur 4 Euro. Ist schon ein guter Deal, oder? Es ist zwar alles doppelt so teuer geworden, aber dafür verdienten wir auch alle doppelt so viel. Statement. Also ich muss jetzt hier mal kurz das Statement an Mastoff abgeben. Ich hoffe, die gute Frau von dem Laden sieht das hier. Das Leben ist hart.
keine Frieren oder irgendein Hund. Schönen Tag schon! Aufgrund der masthöfischen Preispolitik geht es jetzt zum absoluten Erzfeind eines jeden Genießers und Besitzers eines Junge! Eines intakten Magens. Nee, was ist denn das für eine satanische Kacke? Der ist festgeklebt. Oh Junge, diese ganzen Kratzspuren. Ach, mir egal, ich bin nicht der Erste. Hat scheinbar aus Wut schon jemand hier die Tür eingeschlagen. Es ist um 3. Ach Junge, ich hasse mein Leben. Also irgendwas war mit dem. Du hast es rausgezogen, hast du es dran gezerrt, Alter. Ich weiß gar nicht, was schon mal hinten. So Filet of Fish, Junge, das ist einfach nur eine. Die Nordsee ist ein Uhr und dieser Käse. Gibt es nicht so schöne Angebote wie bei Nordsee? Ich habe jetzt schon Bauchschmerzen. Junge, das ist Memory Foam. Alter. Ja, das sind auf jeden Fall keine Lebensmittel. Was müssen wir um 3 noch erwarten? Ja, weil der Mast so viel teuer. Könnte man sich jetzt eine schöne Portion Nudeln reinhämmern, aber man muss ja mittlerweile für fast 10 Euro bezahlen. Also ich habe jetzt zwar kein fachkundiges Auge, aber mit dem Big Tasty hat das echt nichts zu tun. Also ohne Mist, heute Nacht werde ich nicht nur aufgrund der Mahlzeiten Krämpfe bekommen, die Nacht wird auch schlaflos wegen dem Vollmond. Junge, Alter, das Statement zu allem. Ich kann das nicht mehr in Worte fassen, also ganz ehrlich, McDonalds, wenn ihr das hört. Das hört keiner von Mac, ist das hört nur den. Das ist mir scheißegal, ist aber wenn McDonalds. So endet einfach ein guter Tag. Ich habe nichts anderes mehr da und diese Muscheln sind die einzige Proteinquelle. Naja. Ich habe auch kein Brot mehr oder so. Naja. Gute Nacht.